Guten Morgen am 10. Dezember 22. Wir schauen heute ins AE White Tarot und schauen mal, was da für eine Tagesmessage kommt für uns. Für den 10. Dezember bekommen wir da ein Tageskärtchen, bitte, für das Kollektiv. Für den 10. Dezember, Dankeschön. Wir haben, sehr interessant, die 8 der Kelche und die Gerechtigkeit. So, ich zeige euch das mal hier. Die 8 der Kelche, das ist eine Karte von sich von einer Sache abwenden, die einem nicht mehr gut tut. Das heißt, man hat erkannt, okay, da gibt es etwas in meinem Leben, zum Beispiel ein Mensch, eine Situation, ein Arbeitsplatz, was auch immer, der mir nicht mehr gut tut, der ist nicht mehr zielführend, aus dem bin ich schon hinausgewachsen. Ja? Ich erzähle da immer gern die Geschichte von dem kleinen Hummer, der möchte wachsen und der muss aus seiner Schale raus und deswegen legt er die alte Schale ab und dann wächst halt da eine neue. Ne? Das heißt, man kann sozusagen über sich hinauswachsen. Man hat vielleicht dazugelernt und sagt jetzt, ja, meine alte Peer Group, die passt nicht mehr zu mir. Ja? Und die Gerechtigkeit, die sagt, ja, mit diesem Schritt tun wir genau das Richtige. Ja? Also der Mensch, der geht da auch so ein bisschen in Richtung Gerechtigkeit, falls ihr das zieht. Ja? Das heißt, vielleicht gibt es etwas in eurem Leben, wo ihr das Gefühl hattet, da ist ein Unrecht passiert und jetzt wendet ihr euch von dem ab und geht genau in die andere Richtung. Das heißt, ihr geht in Richtung dessen, wo das in eurem Leben sozusagen wieder gut gemacht wird. Ja? Das, was falsch gelaufen ist, wird wieder richtig gestellt. Ja, und man hat hier mit der Gerechtigkeit auch eine Karte, die darauf hindeuten kann, dass vielleicht im Leben von einem oder dem anderen von euch ein Gerichtsprozess vorhanden ist. Ja, das ist immer eine Hinweiskarte auf zum Beispiel Anwälte, Richter, dass man irgendwas mit einem Gerichtsprozess vielleicht zu tun hat. Und in diesem Fall sagt diese Karte auch, es kommt die Wahrheit ans Licht. Ja, das heißt, entweder im Sinne eines Prozesses, dass da tatsächlich die Wahrheit ans Licht kommt oder wenn das jetzt gar nichts mit Gerichten und so weiter zu tun hat, sondern einfach mit einer Lebenssituation, dann würde das heißen, die Wahrheit kommt ans Licht und aufgrund dessen seht ihr euch veranlasst, einer Sache den Rücken zu kehren. Das kann zum Beispiel sein, Beispiel, ja, was weiß ich, ich habe früher einen Ex-Freund gehabt und dann komme ich drauf, der betrügt mich und deswegen sage ich, gut, dann verlasse ich dich, weil das hat ja keinen Sinn mehr. Ja? Also solche Situationen. Ich sage jetzt nicht, dass genau das passiert, sondern ich habe euch ein Beispiel genannt, was das sein kann. Ja? Es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel draufkommt, Mai auf der Arbeit, da habe ich eine gute Idee gehabt, tolles Copyright und das hat mir jemand anderer geklaut. Jemand anderer hat das als seine Idee ausgegeben. Und dann sagt ihr vielleicht, das ist unfair und das ist nicht rechtens und ich werde das klarstellen, ich werde da für mich einstehen und im schlimmsten Fall, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann verlasse ich vielleicht diese Firma, wo mir das passiert ist. Ja? Also man sieht, ein gewisses Outcome kommt ins Licht oder ein gewisser Weg tut sich auf, einfach weil Information in mein Leben gekommen ist. Ja? Da ist eine bestimmte Info, eine bestimmte Wahrheit, die mich erreicht hat und aufgrund dessen sehe ich mich dann ja, zu einer Handlung sozusagen veranlasst. Ja? Ich muss diese Handlung nicht durchführen. Ja? Ich kann auch verschiedene Szenarien in meinem Kopf durchspielen und im Endeffekt gar nichts davon machen. Ja? Ich muss nicht der Sache den Rücken kehren und gehen. Aber mir steht die Option offen, weil ich einfach jetzt an alle Informationen gelangt bin, die ich brauche für diese eine Sache. Ja. Ich hoffe, ich habe damit ein bisschen weiterhelfen können und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Tschüss!